Die Wahl in Oberösterreich steht vor der Tür. Wie glauben Sie, wird sie ausgehen? Das kann ich Ihnen weniger sagen, als meine Überzeugung kommt und was ich für gescheit halte. Ja, wenn wir das begreifen als Wahl für Verantwortung, was die Pandemiebekämpfung betrifft, oder als Klimaschutzwahl, was die wirklich großen Zukunftsfragen betrifft, mit allen Chancen, die es in Oberösterreich gibt, man muss das auch positiv hervorheben, dann bin ich der Überzeugung, dass wir mit Stefan Kenneder und den Grünen da die beste Wahl haben. Und in Wahrheit ist ja alles entschieden in Oberösterreich. Ich halte das für die relevante Frage. Also die Startnummernrennen brauchen wir nicht mehr. Gibt es nach der Wahl Grün, Schwarz oder Blau-Schwarz? Das ist die relevante Frage. Und das wird ein bisschen davon abhängen, wie groß ist das Plus bei den Grünen und wie schaut es bei der FPÖ aus. Ja, ganz einfach. Wenn man jetzt sagt, die FPÖ ist hier jetzt in der Regierung und ist relativ stark, was unterscheidet Sie? Was sind Ihre Pluspunkte bei dieser Wahl jetzt in Linz bzw. in Oberösterreich? Ja, da glaube ich, ist es nicht unschwer zu diagnostizieren, dass wir in der Gesundheitspolitik, in der Bekämpfung dieser schwierigen Corona-Pandemie die Verantwortung versus die Verunsicherung stellen. Ich halte es wirklich für verantwortungslos, dass jetzt auch nämlich die bloß angeblich andere oberösterreichische FPÖ da in der Impffrage eine Verunsicherungskampagne fährt. Das ist wirklich von übel. Und das, glaube ich, macht einmal einen Riesenunterschied. Und auch in der Frage der Klimaschutzpolitik und dort, wo wir Wirtschaft und Umwelt gut unter den Hut bringen können und wollen, gerade in Oberösterreich, ist die FPÖ auch auf dem Rückwärtspfad. Und es wäre so viel drinnen. Und da, glaube ich, ist der allergrößte Unterschied gelegen. Und ich kann sie auf Bundesebene anschauen. Na, was wäre, wenn die Klimawandelleugner und die Impfverweigerer noch in der Bundesregierung sitzen? Na, das schön schaut man aus.